Tag 5. So, okay, die Nacht war ruhig. Er ist nur sehr hungrig und er ist sehr hungrig, aber die beiden sind gesund. Gibt es noch irgendwelche Tiere in der Stadt? Ich bin so hungrig, ich würde sogar eine Ratte oder eine Taube essen. Okay, also sie sind natürlich alle ziemlich hungrig. Jetzt muss ich mal kurz schauen, was ich für Sachen habe. Ich habe Waffenteile. Damit wollte ich, glaube ich, Sägeblätter bauen, wenn ich mich recht erinnere. Habe ich Essen? Naja, nicht wirklich. Nicht wirklich. Okay, komm, du gehst mal pennen. Und er geht mal pennen. Haben wir noch irgendwie Wasser oder so? Ja, wir haben Wasser und wir haben ein paar Bücher. Was ist denn hier los? Wir haben nur einen Stuhl, wir haben Betten, können... Wir haben ein paar Bücher. Okay. Ja gut, hilft nichts. Du musst jetzt kochen. Uns fehlt leider Gemüse. Und wir wollen es einmal aus Holz machen. So. Damit ich die von sehr hungrig erstmal auf hungrig runterkriege. So, du kannst jetzt erstmal essen. Gut, und dann rennst du mal hier rüber. Warte mal, erstmal guckst du hier. Was braucht man dafür? 10 Klüngel. 10 Klüngel, okay. Wie sieht das aus? Ein Sägeblatt, wenn ich das bauen möchte. Dafür brauche ich auch Klüngel. Wir stellen erstmal eins her. Stimmt, dass er, gut, dass er mich erinnert. Noch ist es warm. Ich muss mir also noch keine Gedanken über den Ofen machen. Aber die Zeit wird kommen. So, ich brauche jetzt... Ne, jetzt kann ich keins mehr bauen. Aber gut, das müsste ich ja nächste Nacht, müsste ich die Teile zusammenkriegen. Was braucht man hierfür? Nur Klüngel und Holz, ne? Ja gut, komm. Dann soll er eine Stelle im Haus zunageln. Hilft ja nix. So, das haben wir. Wir wollen noch eine Stelle zunageln. So, er ist ja jetzt wach, das heißt, er kann was essen gehen.
So, er ist einfach nur hungrig und liegt da noch rum. So, und dann kannst du jetzt pennen gehen. Gut, was können wir jetzt noch tun? Also, ja, das war's hier. Lassen wir erstmal so. Ich gehe mit den Ressourcen lieber vorsichtig um.